Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt, meine lieben Freunde. Ja, wir sind hier am Hof unterwegs und der Harry Hafer ist von seinem Urlaub wieder zurück. Hallo, Fritze. Harry, wie war der Urlaub? Oh, schön entspannt, wunderbar. Das Wetter genossen, einmal frei. Ja, das freut mich natürlich, das freut mich natürlich. So. Harry. Ja. Ich habe so viel Mais bei den Schweinen reingepackt, dass nichts mehr reingeht. Jetzt geht alles nur noch fürs Lager. Das sind jetzt nur so Vorräte schon mal. Das ist sehr gut. Da haben wir doch Glück, dass wir so viel und vor allen Dingen so guten Ertrag haben. Das sage ich dir. Ich habe mich derweil mal schon wieder angeschickt und habe hier mal weiter geackert. Oder acker gerade weiter. Ja. Wunderbar. Ach, übrigens. Ja. Der Miguel war hier. Der wollte unbedingt mit dir reden. Aha. Was ist denn da los? Keine Ahnung. Der kam hier zum Hof und ja, der wollte dich mal sprechen. Aha. Hat er nicht irgendwas gesagt, worum es geht oder so? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Das ist ja sehr kurios. Ich habe ja sonst so nichts weiter mit ihm zu tun. Ja, muss ich mal gucken. Harry. Ja? Jetzt sag nicht, der Harald hat das Feld da pflügen lassen. Doch. Ja, das muss doch, ja doch, muss gepflügt werden. Das, nee, das muss gepflügt werden, ja doch. Ups. Das muss gepflügt werden, ja. Und ja. Da dachte ich mir, weil er hier noch einen Schlepper stehen hatte, setze ich mich gleich mal rein. Ich wollte eigentlich mal das LU anrufen, ob die jetzt hier mal bessere Preise haben. Ich rufe die mal an, ich bin gleich wieder da. Herr Fritzl? Ja? Bevor Sie beim LU anrufen, wollen wir vielleicht mit einem LU warten Sie, ich steig mal aus, da kann ich Ihnen das besser erklären. Ja. Da kommt da so eine Idee. Und zwar, wir haben doch jetzt auch Gärreste bei der Biogasanlage. Ja. So, wenn das Ganze dann angelaufen ist, um eine weitere Einnahmequelle zu haben, wollen wir da nicht vielleicht eine Kooperation mit einem Lohnunternehmen eingehen? Das heißt, die können ja von uns die Gärreste und allem drum und dran auch mit als Dünger benutzen. Stimmt, die haben ja ihre Gülletechnik, ne? Richtig. Dass die uns die dann abkaufen, oder was meinst du? Genau, dass die das uns abkaufen. Das ist eine gute Idee. Können Sie ja mal anfragen, ob die da vielleicht Interesse dran haben? Das mache ich. Weil da sind wir nämlich breit gefächert und haben umso mehr Einnahmen und vor allen Dingen umso schneller können wir dann auch beim Herrn Feldmann hat man doch damals, glaube ich, auch was genommen, oder? Ja, nein, ein Kredit, das stimmt, ja. Ja, Fanse, dass wir da das Druckzug wegbekommen. Das ist wohl wahr, ja. Ja, das mache ich. Harry, ich rufe die mal an und dann schlage ich denen das mal vor. Na klar, ich mache derweil hier weiter. Ja, bis gleich, Harry. Jo. Guter Mann, der Harry, guter Mann. So, LU anrufen. LU, Graf Sachsen. Ja, guten Tag. Fritzl Friese hier, hallo. Hallo. Hör mal, was nehmt ihr denn jetzt fürs Pflügen? Haben sich da nochmal die Preise geändert, oder? Geht es immer nur um dieselben Felder? Nee, es geht sich jetzt um ein Feld und zwar das Feld 12. Feld 12. Wollen Sie selber pflügen, ausleihen oder sollen wir das machen? Was kostet denn das Ausleihen? Das Ausleihen kostet 500 die Stunde. Okay. Das heißt, je nachdem, wie Sie. Wir können auch gerne auch verhandeln, das ist kein Problem. Was kann ich? Wir können auch gerne noch den Preis dann ausmachen, wenn Sie das ausleihen wollen. Ja, ich werde nachher mal noch mit meinem Kollegen drüber reden, ob er das nachher hier fliegen... Ansonsten, wenn ich, würde ich Feld 12, würde ich so grob schätzen, so kosten pro Anschlag schon 4.000, so grob. Ja, hört mal, ihr macht doch viel mit Gülle, oder? Ja. Wir haben ja die BGA im Betrieb. Ja. Das ist ja unsere, ne? Ja. Und wir bringen ja die ganze Zeit schon Silage dahin und verkaufen und tun und machen und hin und her. Und
ich sag mal heute, also heute Nacht, ne, um 12 kommt das erste Mal Geld rein und alles Mögliche. Wie schaut das denn aus? Haben Sie Interesse an die Gärreste? Liebend gern. Die können Sie... sollen wir die Gärreste dann für Sie ausfahren auf Ihre Felder? Nee, also oder? Können Sie bei uns kaufen, sag ich mal, und ja, Sie können sie dann verwenden. So, wir hätten auch direkt das bei Ihnen da ausgebracht. Müssen wir nochmal drüber reden. Also prinzipiell denke ich, klingt nicht schlecht. Ich meine nur, weil irgendwas war doch mal da, dass ihr nicht so viel Güller habt und so, deswegen haben wir gedacht, das wäre ja, vielleicht ist vollkommen richtig. Ja. Ja, gut. Ich quatsche das mal mit meinem Kollegen durch, ob er selber fliegen möchte oder... Ja, wir haben den Lempkenflug. Den Lempken, das ist glaube ich der 6 Meter oder so, ne? Nee, das ist der... Meter weiß ich jetzt nicht, der hat auf jeden Fall 6-7 Schar oder so. 5 Meter, also der braucht auch 300 PS, ne? Ich weiß nicht, ob sie die haben. Ja, 255 ist bei uns Maximum. Also 4,90 Meter, die können wir ja gerne mal ausprobieren. Ja. Wenn es läuft und wie gesagt, wir können auch die Ausleihgebühr gerne verhandeln. Ja. Wie schaut das an? Wann melden Sie sich wegen den Gärresten? Wir melden uns, denke ich, so. Ich melde mich sofort gleich. Alles klar. Habe. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. Tschüss. Ja, wieder da. Jo. Also, ich habe mal eben gerade gefragt wegen des Pflügen hier. Das Feld, was ich gerade abernte, müsste nämlich auch noch gepflügt werden. Das ja. würde kosten 4.000. Wenn wir das ausleihen, Stunde 500, das größere, den größeren Flug. Ja. 400. 500. Ach, 500. Die Stunde. 500. Ja. Aber Viertel, könnt ihr dann so angucken? Ja, da könnte ich auch rein. Ich wollte jetzt eigentlich gleich mal, wenn ich das hier abgeerntet habe, wollte ich mal eben die Eier gleich verkaufen gehen. Ja, was halten Sie denn davon, oder was hältst denn du davon? Ach, ich muss mich noch an das Du gewählt setzen. Alles gut. Und zwar, wir haben doch jetzt, da wir ja das gute Geschäft mit den Herrn Hofbauer gemacht haben, haben wir ja jetzt noch die andere Saatmaschine. Ja, warte mal, apropos, ja, die verkaufen wir auf jeden Fall noch, aber apropos mit dem Herrn Hofbauer. Ja. Sag mal, wie war denn da jetzt genau der Deal? Kannst du mir das nochmal eben erklären? Und zwar war der Deal so, das haben Sie wahrscheinlich auch nicht so richtig mitbekommen. Und zwar, ich habe den Herrn Hofbauer ja erklärt, in den ganzen Worten, die ich ihm so an den Kopf geschmissen habe. Okay, wir machen Kurzfassung. Und zwar, der Hofbauer liefert uns sein Häckselgut. Und jede Häckselgutladung, also jeder Anhänger, den er bei uns ins Silo reinfährt, der wird gewogen und notiert. Genau. Und genau die Menge, die er bei uns einlagert, die wird ins in den Fermenter gegeben, also in die BGA. Ja. Und von der Menge bekommt er seine Prozente. Und mit den Prozenten wird automatisch die Sämaschine abgegolten. Ja, ne? So. Und der Herr Hofbauer, denke ich mal, hat das ganz anders verstanden. Er denkt nämlich jetzt, er bekommt seine 55.000 und seine Prozente. Das ist aber falsch. Ja, das ist falsch. Nee, dann habe ich das doch richtig verstanden. Ich war ein bisschen kurzzeitig verwirrt, weil ich jetzt auch nicht wusste, ich so, oh, weil du hast da ja auch Wörter rumgeknallt, da war ich ja selber erst dreimal überlegen, was war da jetzt, was war jetzt, weißt du? Aber nee, dann habe ich ja das ja doch richtig verstanden. Nee, dann ist ja alles gut. Darum geht es dann meistens bei solchen Gesprächen, das müsste ich auch erst lernen, wenn sie jemanden gegenüber haben, der was verkaufen möchte, einfach vollknallen mit sämtlichen Wörtern, gar nicht zu Wort kommen lassen, weil er weiß dann am Ende nicht mehr, was am Anfang gesprochen war. Ja. Hat ja gut funktioniert. Das stimmt. Stimmt.
Das Maisfeld ist ja hier gar nicht gedüngt. Wo du gerade erntest? Nee, das nächste, was jetzt gleich bald fertig wird, das ist gar nicht gedüngt. Oh, haben wir noch Dünger da? Scheiße. Ich schau mal ganz schnell. Ach, wieso hat er das denn nicht vorher gedüngt? Oh, Harald. Ist das Feld 11? Ja. Wird es jetzt, ja gut, ist auf einer Art, also es hat nur eine Düngestufe, ne? Gar keine, glaube ich. Gar keine, okay, das ist schlecht. Wenn wir eine haben, wäre es nicht so schlimm, weil wir müssen ja 30% davon abgeben. Ja. Kommt jemand auf unser Hof gefahren? Wer kommt uns denn da besuchen? Weiß nicht. Kommt hier sogar mit Rundumleuchter angedüst. Hätte mich ja mal gespannt, was jetzt hier zukommt. Ja. Willst du runterkommen, Fritzl? Ja, komm mal runter. Falls er aufs Maul will. Ja, dann kriegst du doch. Da kriegst du doch gleich mal 3 in den Nacken. Ja, warum kommt er denn jetzt nicht näher? Hallo! Hallo! Fritzl! Ja! Ja, ich bin Praktikant bei der Polizei und ich soll mal nach Ihrem Hof gucken. Ach, schönen guten Tag! Mit der gleichen Kiste bin ich auch mal rumgedüst, Junge. Ja. Hab ich bekommen. Das ist schön. Ja. Sind Sie leicht angehaucht? Nein. Nicht. Das ist, wenn man, wenn er mit dem Ding umkippt und im Gras landet, damit man ihn besser finden kann. Ja. Rufe sie dann Hilfe. Ach Gott, nein. Okay. Nein. Was möchte denn hier bei uns am Hof? Nee, ich soll mal ein bisschen angucken, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist. Ja, bei uns ist alles in Ordnung, aber Sie kommen mir sehr bekannt vor. Wissen Sie warum? Herr Fritzl? Ja. Gucken Sie mal. Er will gerade flüchten. Ey! Herr Fritzl, mein Bein! Ari! Herr Fritzl! Mein Bein! Was ist das denn? Herr Fritzl! Ari, geht's dir gut? Ich glaube. Ich glaube mein. Ich kann mein Bein nicht bewegen, Herr Fritzl. Bist du bescheuert? Ich hab dich noch nicht gesehen. Das Auto hat den richtig kleinen Schieß in den Rücken. Also, wir brauchen hier bestimmt einen Arzt. Ich hole einen Arzt. Stuart, Harry, ich telefoniere ganz schnell. Guten Tag, Herr Hirschfeld. Kaputt gegangen. Ey, was ist denn hier los, Jomongos? Ja, moin, was machst du denn CB-Funk? Wie, was machst du denn CB-Funk, Junge? Ich fahr grad Bagger, du Homo. Ach so, ich brauch einen Arzt. Ja, den brauchst du schon lange, was ist los? Der Praktikant vom Polizisten hat meinen Arbeiter angefahren. Welcher Praktikant? Ja, dieser Stuart Lassenstein. Der Praktikant von was? Von der Polizei. Über welchen Stuart reden wir hier gerade? Stuart Lassenstein. Der Stuart, der bei mir gearbeitet hat? Ja, genau, der bei dir da war, der bei dir alles pink gefärbt hat. Der fährt hier mit der alten pinken Praktikantenkarre rum, mit der ich auch mal rumgedüst bin. Und kommt hier auf den Hof gebrettert, dann kommt der Harry da runter und sagt so, ja, was möchten Sie? Ihr fährt rückwärts, über ihn drüber. Kann sein Bein nicht mehr bewegen. Oh, wie geht's denn Harry? Ja, ganz gut bis jetzt. Hast du den Harry ausgerichtet, dass er mich mal anrufen soll? Ja, das habe ich ihm gesagt. Ah, okay. Er hat aber gesagt, interessiert ihn nicht.
Das glaube ich nicht. Das ist wirklich so. Ich habe ihn das direkt, er kam aus dem Schlafsaal raus. Ich sagte, ey, Mama, der Miguel war da, hier, bla bla, ja, was will er denn? Ich so, hat er mir nicht gesagt, du sollst ihn zurückrufen. Ja, ja, interessiert mich nicht. Hat sich dann in den Traktor gesetzt und hat angefangen zu fliegen. Ach so, okay. Ja. Ich musste den hier schon erreichen. Der war da gerade hier im CB-Funk. Ja, der ist hier im CB-Funk, antwortet ja nicht. Ich bin auf dem Weg, verdammte Nase. Achso. Okay. Ihr sagt das, euer Hirschfeld! Du. Ja, so, ja. Ja, gut, ich muss mich hier um Harry kümmern. Oh, der ist schon da, Blaudi. Ich bin gleich wieder da. Ne, ich bin nicht mehr da. Bis später. Ja. Oh, Gipfel. Oh. Das hab ich alles. Ich kann mein Bein kaum bewegen. Oh. Hm. Gottes Willen. Was ist denn hier passiert? Oh, Herr Hirschfeld. Ja, fragen Sie mal den Herrn. Herr Hirschfeld, geht's Ihnen gut? Oh, naja, also mir wird immer schwindeliger. Mein Bein schmerzt wie Sau. Und, oh. Oh. Gott, setzen Sie, genau. Bleiben Sie erstmal sitzen, alles gut. Was ist denn passiert? Gefahren, da ist dann der Herr Auto. Ja, 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 Kollege oder Angestellter oder was auch immer, vorne Flitzbiebe das ist, setzte mit einmal zurück. Ich könnte ja gar nicht zur Seite hechten, geschweige denn laufen und dann. Ja, das Problem ist, dass das Praktikantenfahrzeug, das hat auch eine Macht. Ne? Das ist einfach furchtbar. Ja, das schoss mit einmal zurück, Herr Hirschfeld, ohne Mist. Sie ja, wenn es noch schneller wäre, wäre es beamen. Das ist das Problem. Herr Hirschfeld, also ich würde Ihnen das gerne mal erklären, was ich hier gerade so gehört habe. Was haben Sie denn gehört? Ja, der macht immer so ganz komische Andeutungen, so, die Schmerzen würden aufhören mit 80.000 und, Herr so. Herr Fritzel, haben Sie das gehört? So. Sie standen ja genau daneben. Ich glaube, da haben Sie was zu tun. Das heißt, Herr Lassenstein, Sie meinen, der ist Ihnen vor die Karre geflitzt, so nach der Methode 100.000 Euro, trockne meine Tränen. Der hat auch gesagt 80.000 und dann hört er auf. Nee, das stimmt ja gar nicht. Er stand da ganz normal und du bist über ihn drüber gefahren. Genau so ist es. Also Herr Lassenstein, das ist jetzt eine ganz linke Nummer von Ihnen. Erst fahren Sie Leute ein und dann kommen Sie mir so. Also ich schätze Ihnen auch meinen Anwalt auf dem Hals, wenn Sie jetzt so anfangen. Um Gottes Willen, Herr Hirschfeld. Da ist nichts. Mach mal einen Arzttermin, da ist nichts. Wunderbar. Naja, Herr Hafer, Sie fahren gleich mit, da kommt der Herr Fuhrmann. Hallo. Herr Fuhrmann! Ja. Sie haben ein schnelleres Auto von uns beiden. Könnten Sie den Herrn Hafer gerade mal in die Klinik bringen? Ja. Der muss mal untersucht werden. Aber Verdacht ist trotzdem, da sprechen wir gleich drüber. Okay. So, hängen Sie sich mal bei mir ein. Ja. So, kommen Sie mit. Es spinnt auf jeden Bein leider nicht so schnell, Herr Fuhrmann. Ja, alles gut. Das schaffen wir schon. Herr Freezy? Ja. Diese Schmerzen. Also, Herr Fuhrmann, was haben Sie da für eine Flachzange? Als Kollegen. Da kann er nicht mal rückwärts fahren. Ja, müssen wir jetzt erstmal gucken, wie das passiert ist. Ne? Ich verstimme. Herr Freezy, erzählen Sie doch mal. Wie haben Sie das denn gesehen? Jetzt mal ohne Flachs. Er kam hier auf unseren Hof gefahren und hin und her und. Ich sagte, ja, was möchten Sie hier und blablabla. Ja, ich bin jetzt der Praktikant, hat sich hier ganz normal vorgestellt, alles ganz normal, ganz cool. Ich sag so, die pinke Karre kenne ich, bin ich auch mal so, einen kleinen Smalltalk gemacht und so. Ja, und auf einmal steigt er in seinen Wagen ein. Ich sag so, Harry, komm mal, also Harry hat am Anfang gesagt, soll ich mit runterkommen? Ich so, ja, komm mal mit runter, wer weiß, was jetzt gleich schon wieder auf uns zukommt und hin und her. Ja, Harry, der steht hier, ich stehe hier, will mir die Karre angucken. Dann kommt der Steward, steigt ein, fährt rückwärts über den, Stuart. Harry. Herr Freezy, was sind Sie denn jetzt so durcheinander? Hä? Könnte es vielleicht sein, dass Sie den Herrn Hafer auch noch geschubst haben? Ich habe gehört, Sie haben einen leichten Zwiespalt. Was? Ich habe den nicht geschubst, wirklich nicht. Ich war ja gar nicht beim Harry in der Nähe. Herr Lassenstein, so jetzt nochmal ganz genau. Also, Sie sind gefahren. Genau, bei der nämlich wieder schon wieder der Hafer wieder ganz suspicious rüberkam mit seinem komischen Geplapper. Weil der ist nämlich ganz komisch drauf. Und auf einmal fängt er ja an, als der Herr Fritzl telefoniert. Oh ja, 80.000, die würden meine Schmerzen so blinden und es tut mir leid, aber sie sind von der Stadt 80.000 und es wird mir wieder gut gehen. Das will die ganze Zeit nur Geld haben. Okay, sehr interessant, sehr interessant. Ja, das habe ich nicht mitbekommen, aber... Ich bin nach hinten gefahren, auf einmal stellt er sich hinter die Karre, ist der blöd. Naja, klar. So, er ist jetzt im Krankenhaus. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, ob der Arzt nichts finden wird. Weil, kurz zur Aufklärung, Klaus, der Steward ist wohl rückwärts gefahren und der Harry hat sich wohl einfach hinter ihn gestellt, so nach der Methode, und der hat dann halt gehört, wie er noch gerufen hat,
80.000 lassen meine Tränen trocknen. Hat sich nicht dahinter, er hat sich nicht dahinter gestellt. Er stand die ganze Zeit auf einem Fleck. Der hat sich gar nicht bewegt. Er ist rückwärts gefahren, bam, über ihn drüber. Er stand. Er hat es keinen Meter bewegt. Jetzt mal ohne Flachs, Leute. Das ist kein Scheiß. Herr Friesi, Sie können mir das doch... Herr Friesi, ja. Also mal ein Stück auf Seite. Fritzel, wir waren noch immer gute Freunde. Ja. Du kannst mir das ruhig ehrlich sagen. Na, also ich meine, wenn du das jetzt ganz ehrlich zugibst, vielleicht ist das so passiert, wie der Herr Lassenstein das sagt, dann passiert euch nichts. Nee, das ist aber wirklich nicht passiert, wirklich nicht. Also, er stand auf einem Fleck. Pass auf, Fritzel, die Stadt übernimmt die Krankenhausrechnung, okay? Ich will gar kein Geld, aber das ist wirklich passiert. Alles gut, ich kümmere mich darum. Wie gesagt, ich hoffe, es ist nichts Ernstes passiert. Ja, hoffe ich auch. Fritzel, wir können uns da vertrauen. Ja. So. Und keine Angst vor dem Praktikanten, der ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, habe ich auch nicht, alles gut. Gut, Fritzel. Bis denn. Ja, bis dann. Ich habe keinen Arbeiter mehr. Kommen Sie dann mit Herr Lassenstein, ja? Entschuldigung? Ja. Ich habe keinen Arbeiter mehr, aber die Felder müssen gepflügt werden. Kann der hier bei mir bleiben, der hier? Der Herr Lassenstein? Ja, der kann dahin sich im Traktor setzen und die Felder pflügen. Der Herr Lassenstein ist teuer. Nee, dann nicht. Ich bin arm und pleite. Oh. Eieieiei, hier ist immer was los. Ja, gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!